Hallo miteinander, hier spricht Tom Nook. Es ist Mittwoch, der 4. Januar und willkommen zu Animal Crossing New Horizons. Zu Part 5 müsste es heute schon sein und heute starte ich ein bisschen früher. Es ist 12.35 Uhr. Die Neuigkeiten heute. Lasst uns gemeinsam den brillanten Eugen hier auf Hage City willkommen heißen. Eugen interessiert sich sehr für die Biologie auf unserer Insel, ob gegenwärtig oder restiotrig oder wie auch immer das heißt. Wer ihm helfen möchte, meldet sich bitte in seinem Zelt. Er freut sich über jeden, der einen Beitrag leistet. Das war alles. Und jetzt macht euch einen schönen Tag. Ja, ja. So, wir sind zurück. Und ja, ich muss mal an. So, Leute, da sind wir. Oh, jetzt läuft der schon los. Und Eugen ist jetzt endlich da. Und da ist doch direkt mal Toni. Reden wir doch mal direkt mit ihr. Hallo, wie läuft's bei dir so, Bärli? Lass uns quatschen. Nep hat mir gesagt, wenn es uns an irgendwas fehlt, dann können wir bei ihm was kaufen. Und das mitten auf einer einsamen Insel. Nux kleines Paketchen bietet wirklich erstklassigen Komfort. Hätte aber lieber Sternis mitbringen sollen. So werde ich Nep wohl erst einige Kram verkaufen müssen. Ja, muss ich auch noch machen. Heute ist es mal Tag, endlich. Und da ist ja schon der gute Schlepp. Und da oben ist das Museum. Also ich meine das Zelt von Eugen. Und hier noch Dörte. Ja, komm. Hat wer was angestellt? Oder was treibt dich hierher, Platsch? Wollte mal mit dir reden. Na, hast du letzte Nacht gut gepennt? Auf unserem Inselchen ist nachts eher tote Hose angesagt, Platsch. Macht aber nichts. Als alte Nachteule wird man nie langweilig. Solange ich derb und die Häuser ziehen kann. Okay, wir gehen jetzt mal ran. So, und da ist der gute Eugen. Hallo, was geht? Sehr erfreut, Sie kennenzulernen. Mein Name ist Eugen. Das Ökosystem dieser Insel hat mein Interesse geweckt. Daher beschloss ich, hier Forschung zu betreiben. Ganz genau. Vortrefflich! Ihnen verdanke ich es also hier ungestört, meine Flügel auszubreiten zu können. Ich erwähnte meine Forschung. Offen gesagt ist mir daran gelernt, hier ein Museum zu öffnen. Zu diesen Zwecken werde ich mich hier langfristig hier einsetzen. Oh, bringen Sie mir also einen neuen Fisch oder Insektenart und meine ewige Dankbarkeit ist Ihnen gewiss. Ist das Museum erst erbaut? Dann werde ich dieses zusammen mit denen, die sie Tom Nook geben, dingen. Nun, wie ich zugeben muss, gibt es hinsichtlich des Neubaus ein nicht zu unterschätzendes Problem. Der aktuelle Mangel an Ausstellungsstücken ist der Baugenehmigung für das Museum äußerst hinderlich. Leere Schaukästen sind nicht erwünscht. Ist sehr anders aus, wenn die Ausstellungsstücke gäbe. Und wenn ich erstmal so frei bin, darf ich dann schnell kommen Sie ins Spiel. Ich plane nämlich nicht nur Insektenfische anzustellen, sondern auch Fossilien. Wie ist der Zufall? Weil er streckt sich jenseits des Flüssigkurses. Ich kann nicht reden. Aus jenem unterschlossenen Stück Land finden sich mit Sicherheit eine Vielzahl der vorzüglichen Fossilien. Und dieser Fluss ist ein Hindernis, das erst einmal überquert sein will. Mir kommt da eine Idee. Sie ist auch voll wie ungesämt. Wer weiß es nicht. Einen Moment bitte, Pentix. Wäre nicht die Daten an ihr Nupfen übermittle. Vibriert. Wie Sie sehen, kann man aus dem Vorort verfügbaren Holz seinen Sprungstab bauen. Er eignet sich perfekt, um eine Person über den Fluss zu katapultieren. Des Weiteren schicke ich Ihnen eine alte kleine Schaufel, mit der sich Fossilien auskramen lassen. Erlauben Sie mir also nun, zu meinen Anliegen zu kommen. Mit Ihrem Einverständnis möchte ich Sie bitte einen Fluss zu überqueren, um nach Fossilien zu graben. Ach du liebe Zeit, ich wollte mich nun vorstellen und plötzlich ist es zum Vortrag aus. Ja, also, worauf ich schon hinaus wollte, um das Museum zu öffnen, benötigte ich 15 weitere Ausstellungsstücke. Nun, wenn Sie Ihre wertvollen Funde stiften würden, wäre Ihnen eine ewige Dankbarkeit sicher. Wir haben ein paar Sachen. Ja, ein paar Sachen habe ich schon mal für dich. Lass Sie mich wissen.
Ja, ich verstehe. Fabelhaft. Was gedacht wir uns? Irgendwas hat gesagt. Oh nee, nicht einzeln. Na nun, ganz klar, das ist einfassbar. Ihr könnt ihn auf die Spanne rufen. Nein. Ach, tatsächlich. Auf jeden Fall gelobt, dass ich ein gutes Stück finde. Ja, ja. Ja, ich habe noch etwas. Hier habe ich noch ein... Warum denn nur einzeln? Das ist ja schon dumm, wenn ich ehrlich bin. Uhu, das ist ja... Das stimmt. Also das hören wir uns nicht an, Leute. Dann geht das Video irgendwann 30 Minuten. Und das wollen wir nicht. Kann man auch bitte direkt mehr Sachen abgeben? Das ist ja schon unnötig eigentlich. Nee, geht nicht. Ja, okay, Käfer mag er nicht. Hilfe, ein Mistkäfer. Oh, graus, Schlotter, Schreck. Nein, nein, nein. Alles gut. Jawohl, jawohl, verstanden. Da freut er sich. Da freut er sich. Ich hab noch was. Also ich hab noch zwei Sachen, glaube ich. Also zwei Tier. Nee, drei habe ich. Och Mann, Leute. Oh, das ist ein Hasel. Ich könnte ihn auch viel spannendes. Nein. Irgendwann kannst du es mal erzählen, aber erstmal nicht. Wir müssen erstmal vorankommen. Ja, eine Wasserjungfer. Ja. Nee, danke. Okay, so das letzte. Was war nochmal das letzte Tier? Ich habe noch etwas. Und das ist eine Makrele gewesen. Ja, hier nehmen noch die Makrele. Eine Makrele. Nein. So. Nur noch 9 Funde. 9 Funde, Leute. Fossilien gehören die da auch zu? Wahrscheinlich schon, hat er auch eben erzählt. So, wie macht man denn einen Sprungstab? Hier ist ein Sprungstab. Habe ich genug? Boah, so viel? Okay. Wenn es sein muss, bauen wir uns das mal. So, gut. Bauen wir uns einen Sprungstab und eine Schaufel. Da. Stab wurde gebaut. Oder jetzt. Der Sprungstab ist fertig. Weitermachen. Die Schaufel müssen wir auch machen. Weil sonst können wir die nicht ausgraben, die Fossilien. Das wäre natürlich doof. Natürlich doof. Die Wackelschaufel ist fertig. Das war's. Okay, dann gehen wir mal wieder raus. Okay. So, wir haben hier jetzt den Sprungstab. Da sollte ich jetzt... Ach, da. Jetzt können wir da rüber. Und ich sehe da schon ein Fossil, also einen Stern. Auf jeden Fall, die muss man ausgraben. Ja, dann kommt da ein Fossil raus. Das ist eigentlich ganz einfach. Genau. Wir müssen jetzt noch ein paar suchen. Und hier sind Steine. Die können wir jetzt auch zerschlagen. Dann kommen da Steine raus. Und Eisen. Und ein paar andere Sachen noch. Aber das sollen wir erstmal nicht machen. Wir müssen natürlich jetzt erstmal Fossilien finden. Wie schon gesagt, 2 Fossilien. Ah. In der Nähe auf jeden Fall. Und ich treffe nicht. So, jetzt. Da haben wir das zweite Fossil. Ja, was man alles so ausgraben kann. Ja, genau. Hier sind ja relativ viele Fossilien, also... Irgendwann kommen dann auch andere Sachen, die man ausgraben kann. Aber das gibt es erstmal nicht. Das gibt es erstmal nicht. So, dann haben wir schon mal... Ist da vielleicht was? Nee. Oh, hier kann man her. Ich wusste gar nicht, ob man hier her kann. Achso, ich bin ja natürlich... Ah, stimmt. Hier ist ein Fisch, Leute. Vielleicht ist es ein Fisch, den wir noch nicht haben. Den können wir dann auch abgeben. Und ich glaube, es ist ein Seebarsch. Es ist ein Seebarsch. Habe ich denn schon einen Seebarsch? Ich habe noch keinen Seebarsch. Naja, wenn ich ihn noch nicht habe, dann ist es ganz okay. Oh, hier ist noch ein Fossil. Irgendwann kann man noch einen Werkzeugring kaufen. Kaufen uns auch bald. Mal schauen, wann. Hier ein Fossil, was man alles ausgraben kann. Schon wieder.
So. Vielleicht hier noch ein Wasser. Nee, scheint nicht zu sein. Und hier sind noch Schneeflocken. Ich glaube, die Weihnachtszeit ist eigentlich fast rum. Also deswegen lohnt sich das, glaube ich, nicht mehr, diese Schneeflocken zu sammeln oder einen Schneemann zu bauen. Aber nächstes Jahr dafür. So, was ist für ein Fisch? Haben wir den schon? Ah, ich glaube, wir haben den schon. Stint. So, freilassen. Gehen wir nochmal zu Eugen zurück. Wir haben jetzt 4 Fossilien. Ich glaube, 4 ist das Maximale. Mehr als 4 gibt es nicht. Also kann man nicht finden auf der Insel. Glaube ich zumindest. Vielleicht ist es auch so. Aber ich meine nur 4. So, Eugen, ich habe noch ein paar Sachen. Lassen Sie mich essen, wenn du irgendwas dürfen möchtest. Seebarsch. Ein Seebarsch. Nee, muss nicht sein. Dann habe ich noch 4 Fossilien. Kann man die alle... Na, muss natürlich einzeln machen. Das ist nervig. Ohne Zweifel, hierbei handelt sich um ein Fossil. Wie wundervoll, wie vertrefflich. An meiner Intuitatoren. Doch, ich schweife ab. Zurück zu dem Fund. Ich muss ihn sofort analysieren. Dann wollen wir doch mal sehen. Dieses Fernrohr nur der geringe Zweifel. Platomosaurus-Torso. Ja. Bei meinen Schwungfedern. Dieses Opfer-Molosaurus-Torso wäre ein gewaltiger Schritt in den Öffnung des Museums. Ich stifte es. Ich sehe, welche Wurfwanne. Ja. Sie wollen doch sicher etwas... Nein. Keine Zeit. Ja, jedenfalls werde ich dann auch mit Lustig, ja. Vielleicht kommen ja irgendwann auch alle Teile zusammen. Ja, kann schon sein. Es gibt ja natürlich auch den T-Rex. Ja. Bringen Sie mir bitte nun an... Ja. Also ich soll dir noch ein paar Fossilien geben. 7 Funde nur noch. Leute, das ist doch gut. Hallo. Da ist nur noch 4 Funde. Nein. Fossilien analysieren. Ja, ist mir schon klar, Eugen. Oh, Junge, labert er viel. Er labert ja mehr als... Weiß ich wer. Fossilien analysieren. Bitte kann man alle 3. Ja, man kann jetzt alle 3 abgeben. Danke dafür, Eugen. Danke dafür. Nicht nur ein Fund, sondern nicht mehr. Wir dann noch mal rasch ans Werk. Welch Glücksfall. Nicht einer dieser Stücke haben wir bereits in unserer Sammlung. Sie sind ja nicht nur eine Spürmasse. Sie sind ein richtiger Entdecker. Ich bin furchtbar neidisch. Vielleicht sind Sie ja bereit, die Stücke zum Ausbau im Museum zu spenden. Hier, ich gebe sie Ihnen zurück. Nö, kannst du direkt behalten, ne? Ich stifte jetzt noch die Fossilien. Och nee, das wird auch einzeln gemacht. Ist doch richtig unnötig, jetzt mal wirklich. Nein, will ich nicht. Ich habe wirklich Termine hier in der Mio Crossing. Ich habe viel zu tun, ich kann jetzt nicht zuhören. Ich dürfte noch die anderen 2 Sachen, anderen Skelette. Einmal haben wir ein Diplodocus Schwanzspitze. Diplodocus. Sehr interessant. Ja, ich kenne mich mit Dinos nicht unbedingt so gut aus. Naja, vielleicht mit einem Stegosaurus, mit T-Rex, aber mehr kenne ich jetzt nicht, wirklich nicht. Dann gebe ich dir noch hier Spinosaurus. Spinosaurus-Schwanz. Hat man, ja. Naja, kannst du haben. Nee, ich habe Termine, wie schon gesagt. So. Naja. Nur noch 4 Funde, Leute. Das ist doch gut. Die Blumen sind auch gewachsen ein bisschen. Gut, dann haben wir fast alles erreicht, was wir erreichen müssen. So, wir müssen... Vielleicht finden wir noch Insekten, die wir noch nicht haben.
oder Fische im Meer. Und da haben wir die Flaschenpost. Was haben wir hier drin? Ich habe im Fernsehen was über Bastler gesehen. Da wollte ich auch mal eine Anleitung schreiben. Ist super einfach zu bauen. Wenn ich es schaffen kann, dann jeder. Also lass basteln das Teil. Matroschka. Aber sind das nicht, ist das nicht so eine Figur, die irgendwie, ja, wie soll ich sagen? Oh, hier ist ein Fisch. Ist wahrscheinlich nur eine Makrele. Aber Hauptsache irgendein Fisch. So, jetzt kommt er. Und es ist... Oh, ich glaube, das ist ein... eine Klieche, was hier Kalmar. Sehr cool, wir haben einen neuen Fisch. Eine Klieche. Feuer ist auch an. Hier sind die Blumen, ne? Die sind ein bisschen gewachsen. Ich habe ja auch noch einen Baum gepflanzt. Kirschen sollte ich auch mal pflanzen. Ich habe jetzt eine Schaufel. Hier ist mal ein Mini-Fisch. Ist wahrscheinlich nichts Gutes. Aber wir können die Tücher auch verkaufen, ne? Die wir doppelt haben. Ey, der Fisch ist ja richtig nervig. Egal, wir lassen ihn mal da. Oh, das... Der bringt viel Geld, glaube ich. Wow. Und der Hambahn. Hambahn hat ihn, meine ich. Mistkäfer, meine ich. Und genau. Im nächsten Part geben wir dann Eugen die letzten Sachen, die er braucht. Genau. Den Fisch nehmen wir einfach mit. Oder kommt sogar gut. Und jetzt hat er angebissen. Ist was Neues. Ein Sonnenbarsch, glaube ich. Ein Sonnenbarsch. Ich hoffe, meine Angel geht nicht kaputt. Oh, ich sehe gerade, wir haben Meilen oder bekommen Meilen gerade, weil wir irgendwas erledigt haben. Wahrscheinlich irgendwie verschiedene Fische gefangen. Irgendwie 15 verschiedene Fische gefangen. Oder was auch immer. Hier haben wir... Seebarsch kann das nicht sein. Kaiser... Oha, ein Kaiserschnapper, Leute. Ja, ein Kaiserschnapper. Gut, dass ich kein Kaiser bin. Leute, das war's mit dem Video. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr möchtet. Und hier ist ein Geld. Also ein goldenes Ding. Das machen wir im nächsten Part. Und ja, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Ciao.